Hi, willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich mal ein Video zur Reparatur bzw. Instandsetzung von meinem Kompressor machen. Das ist ein einfacher, günstiger Discounter-Kompressor mit 50 Liter Kessel und einem Zweizylinder-Aggregat drauf. Den habe ich jetzt schon etliche Stunden laufen lassen, besonders beim Sandstrahlen von meinem Defender-Projekt, um die Teile zu entrosten. Ich schätze mal so, dass es an die 200 Stunden Betrieb insgesamt schon waren. Man merkt mittlerweile einfach, dass in der Wartungseinheit im Wasserabscheider immer so ein Ölschlamm hängen bleibt. Ich vermute, dass die Kolbenringe und auch der Abstreifer im Kompressor selber eventuell schon verschlissen sind, sodass deshalb die erhöhte Ölmenge in meiner Wartungseinheit hängen bleibt. Ich werde den Ganzen also einmal zerlegen und dann werden wir mal schauen, was sich sonst so eventuell noch findet an Verschleißmarken. Fällt schon halb auseinander. Hier in diesem Zwischenplatte ist jetzt dieses Flatterventil. Dadurch wird die Luft, die nach oben gedrückt wird, eben in dieses kleine Röhrchen gedrückt, was dann später mit in den Tank mündet. Das sind ja einfach nur so dünne Federblechstücke. Da kann man auch noch mal gucken, ob man die vielleicht auch tauscht. Bild halt brutal hin und her. Ah, der Kolbenbolzen sieht auch gut aus. Hier den Sägering hier. Beziehungsweise Sägering ist übertrieben, diesen Sicherungsclip hier rauszupulen. Als wäre in der Mitte leicht abgenutzt. Ja. Am Rand 11,9. Ja gut, 11,8. Schon über ein Zehntel runter. Brutal. Na gut, dass der da ein bisschen mehr am Scheppern ist, könnte schon auch sein. So. Also auch der Bolzen auf der linken Seite ist in der Mitte auch deutlich eingeschlissen. Ich hätte aber auch ehrlicherweise gedacht, dass da ein Nadellager drin ist und das ist ja wirklich nur das komische Gusspleuel auf dem Bolzen. Also hier haben wir in der Mitte 11,78 und außen 11,95, also das ist ja schon auch brutal. Jetzt müssen wir vorne den Deckel aufmachen. Oben ist noch irgendwie dieser Entlüftungspinöckel. Da haben wir mal einen Lappen drum gewickelt, weil da irgendwie immer ein bisschen Ölnebel rauskommt. Deshalb ist der Lappen auch schon so voll geölt. Jetzt müssen wir nur zuerst hier unten am Ölschauglas das Öl ablassen. Muss ich, glaube ich, mal hinten ein Brettchen unter die Räder stellen. Ich muss auch sagen, hier unten am Deckel, da hat es auch immer ordentlich rausgenebelt, deshalb ist auch die ganze Oberfläche von dem vom Kessel schon eingenebelt mit so einem Ölnebelchen. Ich suppel alles voll, perfekt. Und auf jeden Fall ein ganz schöner Schmoddern. Oh, ach du Kack. Ist ein richtiger Metallfilm drin hier.
Glitzert es überall schön. Ah, warte mal, könnte sein, dass ein Linksgewinde ist. Macht im Normalfall Sinn. Wir mal in die andere Richtung. So Schmodder drin. Wenn man auf eine Linksgewindeschraube guckt, es sieht immer so falsch aus. Es ist einfach nicht richtig. Was ist das für eine Matsche, ey? Richtig zähe Pampe. Einmal Pleuel. Zweimal. Ich hoffe, man kann es erkennen. Also hier die Kurbelwelle, da wo Pleuelstangen drauf laufen, wie auch immer man das sagt. Hier ist auf jeden Fall auch schon ziemlich riefig. Man sieht eigentlich immer genau, wo das Pleuel gelaufen ist, denn in der Mitte hat das ja diese Ölnut und da ist dann weniger abgetragen worden. Aber überall, wo es halt gerieben hat, hat es tatsächlich schon einiges runtergerieben von der Welle. Nochmal einen kurzen Blick in den Zylinder reinwerfen. Denke, da gibt es Schlimmeres. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt noch nicht so der Kolbenzylinder-Motorexperte. Auch wenn es natürlich ein Kompressor ist, aber vom Prinzip her ist es ja das Gleiche, dass es etwas komprimiert. Schmodder. Wenn man sich jetzt übrigens hier die beiden Platten, auf denen die Flatterdichtungen drauf sind, anschaut, sieht man, dass hier die linke, die auf dem hinteren linken Zylinder war, dass das Ganze hier ein bisschen feuchter, ein bisschen öliger ist. Und rechts ist es zwar auch so ein bisschen Schmodder, aber es ist ein bisschen trockener. Also ich vermute, dass eher auf dem linken Zylinder wahrscheinlich ein bisschen mehr Öl durchschießt, was dann mit in der Luft im Tank und sonst auch überall landet. Mal messen, was wir hier überhaupt für Teile benötigen. 48er Zylinder bzw. Kolben. Ich hätte jetzt erst überlegt, ob ich nur die Kolbenringe und die Abstreifer neu mache. Aber ich werde mal gucken, ob man da auch direkt einfach einen kompletten Kolben neu bekommt. Ja, also gut, ich werde mal schauen, was der China-Shopping-Händler meines Vertrauens für schöne, hochwertige Ersatzteile hat. Und dann sehen wir uns wieder, wenn der ganze Spaß angekommen ist. So, knapp eine Woche später sind jetzt eigentlich alle Teile angekommen, meine ich zumindest. Wir haben hier einmal wunderschöne neue Kolbenbolzen, die sogar durchgängig den gleichen Durchmesser haben. Scheint also nicht Serie zu sein. Dann haben wir hier zwei neue Kolben. HiTech steht bestimmt für Hightech. Einmal jede Menge Dichtungen, da musste man leider auch irgendwie immer so ein Dichtungspaket nehmen, weil die einzelne Dichtung, die man braucht, die gab es irgendwie nicht einzeln. Leider hat aber auch jeder Kompressor da irgendwie eine andere Dichtung, deshalb muss man immer so einen ganzen Satz kaufen, obwohl man da eigentlich nur eine einzige braucht. Dann haben wir hier neue Kolbenringe. Habe ich schon welche ausgemacht. Zweimal Kolbenring, einmal den Abstreifer. Dann haben wir hier einmal ein Paket mit den Flatterdichtungen. Das ist auch irgendwie so ein ganzer Satz, der für verschiedene Kompressoren ist. Also die Hälfte davon werde ich wahrscheinlich gar nicht brauchen. Und hier drüben haben wir noch die beiden neuen Pleuelstangen. Da muss man übrigens auch genau ausmessen und gucken. Da gibt es ein paar verschiedene Durchmesser und auch Längen, dass man da dann die richtige bestellt. Aber hier würde ich mal sagen, der schönste Vergleich, der alte gegen den neuen Kolbenbolzen. Preislich hat jetzt alles an Ersatzteilen etwa um die 30 € gekostet. Ich habe aber auch drei Satz Kolbenringe und bei den Dichtungen teilweise auch drei Satz bestellt, falls ich da mal eine kaputt mache, dass ich da im Notfall noch mal eine habe. Dann fangen wir mal an hier mit den Ventilplatten. Jetzt mir noch ein bisschen was
von der Dichtung runterkratzen. Boah. So. Unter diesem Blechding haben wir hier die Dichtung, beziehungsweise das Dichtung, das Ventil. Natürlich ein bisschen ärgerlich, dass die Kurbelwelle hier jetzt doch schon so eingelaufen ist auf der gegenüberliegenden Seite, wo es die Pleuelstangen dann am Totpunkt sind. Ist es nicht ganz so viel eingeschlissen, man sieht da nicht ganz so viele Spuren. Aber im Grunde lohnt sich halt wirklich nicht, die Kurbelwelle auszutauschen, deshalb habe ich die auch nicht neu bestellt. Das heißt, ich hau da jetzt einfach die neuen Pleuelstangen rein und dann hoffen wir mal, dass es noch eine Weile länger hält. Auf meiner Seite zuerst. Aber jetzt werden wir da noch ein paar Tröpfchen Öl drauf machen. Hier mal eine Spritze mit ein bisschen normalem 10W40 Motoröl. Das, was halt gerade so da ist. Schrauben wir jetzt hier. Ah ja, Linksgewinde. Hier haben wir jetzt unseren Satz, neue Ringe, also Kolbenringe und den Abstreifer. Und diese Kolbenringe, die haben auf der einen Seite so einen leichten Absatz drin. Und jetzt muss ich erstmal gucken am alten Kolben, in welche Richtung die drauf gehören. Hier am alten Kolben kann man jetzt ganz gut erkennen, dass die sich auf der Unterseite befindet und oben die normale gerade Kante ist. Mit dem Schmodder. Ah! Ja. Scheiße. Nee, ne? In dem Fall gucken wir jetzt vielleicht mal nach einem Stopfen. So. Also Ölschauglas hätte ich vielleicht auch noch eins mitbestellen sollen. Der hat ja eigentlich so eine Gummidichtung, die anliegt. Das passt jetzt in unserem Fall nicht. Gucken.
Ist er noch ganz? Ja. Aktuell fehlt noch der Kopf von den beiden Zylindern. Ich möchte jetzt aber das Ganze einmal kurz laufen lassen, einfach um mal zu hören und zu sehen, ob das Ganze sich wieder so bewegt, wie es soll und wie sich's anhört. Aber ich würde sagen, wir testen das Ganze einfach mal. Es hört sich mal nicht schlechter an als vorher, aber gut, ich habe ihn vorher halt auch noch nie offen gehört, ne? Das ist auch ein bisschen eine andere Nummer. Positionierbölzchen rein. So. Da drauf, papp. So. Ein Stückchen höher. Und jetzt kommt auch schon der Kopf wieder drauf. Der Kopf hat hier oben ja diese Silikondichtung. Ich glaube, das hatte ich schon mal gezeigt. Mir ist aber aufgefallen, dass in unserem Dichtungsset hier scheinbar eine Papierdichtung dabei ist. Das Problem ist nämlich, dass die Silikondichtung hier schon ziemlich platt ist und auch die ganze Zeit rausfällt, sodass das Risiko eigentlich viel höher ist, wenn ich die drin lasse, dass die sich irgendwie schräg zieht und das Ganze dann nicht dicht ist. Denn hier in dem oberen Bereich, da wird dann die komprimierte Luft in den Kessel gedrückt. Das heißt, es sollte schon dicht sein. Deshalb werden wir jetzt hier die neue Papierdichtung verwenden. Also der Kompressor ist jetzt erstmal wieder einsatzbereit. Die nächste Zeit wird zeigen, ob das Problem mit dem Ölschlamm dann auch tatsächlich behoben ist. Würde ich persönlich denn nochmal so einen Discounter-Kompressor kaufen oder den empfehlen? Ich würde sagen, es kommt ein bisschen drauf an. Wenn man jetzt wirklich wie ich so viel Sand strahlen möchte, ist das Ganze jetzt nicht unbedingt dafür ausgelegt. Zum einen von der Abgabeleistung nicht, zum anderen aber auch von der Qualität. Bei so Dauerläufern lohnt sich das nicht. Außerdem finde ich persönlich die Geräuschemission, die so ein Kompressor, so ein konventioneller ölbefüllter Kompressor von sich gibt, finde ich doch sehr laut. Ich würde heutzutage wahrscheinlich wirklich auf einen Flüsterkompressor gehen, die mit kleinen Flüsteraggregaten ausgestattet sind. Da gibt es auch mittlerweile große Tanks, die einfach mehrere Verdichter oben drauf haben. Das wäre wahrscheinlich das, für was ich mich heute entscheiden würde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.